Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Rollenspielcheck für ArcAge. Ich bin der Tilan und ich habe heute wieder den Arian dabei. Ja, hallo auch von mir. Ja, du bist total begeistert, ne? Dass ich jetzt am Aufnahme gedrückt ja. habe. Super. Ja, wie ihr seht, ist der Arian schon fleißig hochgelevelt, Level 34. Ich hänge noch auf Level 35 rum. Naja, musst du dich ja auch hochleveln, wa? Na klar, Level Schlampe. Hören Kinder zu. Sehr schön, das ist ein ab 18 Spiel, da lasse ich mit den Kindern. Ja, gut, Kinder definiert sich natürlich das Alter. Ne? Stimmt auch wieder. Wir möchten euch heute den Schiffsbau zeigen. Der Ari hat sich die ganzen Münzen für das Speedboot zusammengeklaut. Yay! Und wir zeigen euch jetzt hier im Hintergrund die Hauptstadt der Noyana. Zeigen euch, wie das Ganze funktioniert. So, Ari. Jawohl. Dann setzen wir die Werft. Gut. Und das kannst du wahrscheinlich nicht, weil dir zu weit weg ist. Eisen fehlt. Ja. So, jetzt kommt dann schon die erste Hürde. Handel. Ja, damit. Ja, wie geht das? Warte mal, ich mach's einfach, ich schick's dir per Post. Ich weiß ehrlich gesagt, ja, wir müssen ja Zeit rumkriegen. Ja, eben. Ja, nur falls euch interessiert, wo wir jetzt die ganze Zeit waren. Teilweise ging das Spiel nicht, es sind ein paar große Patches erschienen, das hat auch ein bisschen gedauert. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Und ja, deswegen spielen wir jetzt erst. Und nicht erst letzte und nicht schon letzte Woche. Ach, quatsch, ich einfach Müll, Ari. Du? Ja. Ich dachte, das wärst du gewöhnt. Nein. So, ich schicke dem Arian jetzt mal die Materialien, die man fürs Schiff braucht. Das ist in erster Linie Holz, Eisen. So, aber wart mal, was du denn? Stehst gerade so schön neben jemandem. Viele Leute, es gibt sicher einige Leute, die sich gefragt haben, ob man Gildenwappen ins Spiel hochladen kann. Wir haben jetzt hier eine Noyanerin stehen, deren Umhang, ja genau, und auf ihrem Umhang ist das Gildenwappen, ihre Gilde. Ja, es war, ist er jetzt weg? Ja, ist weg, aber ich denke mal, man hat es gesehen, oder? Hast du Post bekommen? Oder hast du die Kamera nicht so gedreht, dass die Leute auch was sehen? Nein, ich war beschäftigt. Ach so. Ja. Mhm. Hast du denn Post bekommen? Ja, habe ich bekommen. Dann hol's mal ab. Hab ich. Gut, dann setz jetzt die kann ich. Mach ich. Nur zur Information: Der Ari hat 30 Silbermünzen ausgegeben und baut jetzt das Speedboot mit Harpune. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Ah, hier, jetzt haben wir es. Ja, ich habe was Falsches angeklickt. So. Was? Ah, jetzt funktioniert. Genau. Und da hinten seht ihr denn auch schon die Werft sitzen. Die ist 72 Stunden aktiv. Das heißt, ihr müsst in den 72 Stunden das Schiff gebaut haben. Natürlich schwimmen wir jetzt rüber. Nee, wir müssen nee. Jetzt Pakete bauen. Geh mal rüber. Ah. Also wir schwimmen jetzt mal rüber. Ja, das habe ich doch gerade gefragt, ob wir rüber schwimmen. Und du hast nee gesagt. Die müssten wir auch nicht. Ich will bloß den Leuten, die zugucken. Zeigen. Ach so. Also, wenn du jetzt da F drauf drückst, ja. dann siehst du, in welcher Reihenfolge du die Mats eingeben musst. Also Holz, Eisen, ja. Stoff und das letzte ist Arbeitskraft. Mhm. Und das müssen wir jetzt besorgen. Okay. Und das stelle ich dir jetzt her. Ja, das Ganze läuft bei allen Schiffen nach demselben Prinzip. Ihr braucht halt bestimmte Ressourcen, in dem Fall halt nur drei. Drei war richtig, ne? Drei. Mal drei mit Arbeitskraft. Genau. Also vier im Endeffekt, dass ja. ich die ja auch verbraucht. Ja, Arbeitskraft ist ja auch eine Ressource. Also ja. für viele, die nicht wissen, was Arbeitskraft ist, hier unten links seht ihr meine Erfahrungsleiste und darüber ist ein Wert, der jetzt bei 2986 ist und das ist meine Arbeitskraft. Und mit dieser Arbeitskraft könnt ihr alle Tätigkeiten im Spiel, die Ressourcen oder Crafting betreffen, halt bezahlen. Ja, und die steigt während das Level steigt und wird mit der Zeit regeneriert. Das heißt, einmal verbraucht, dann müsst ihr dann warten, ehe ihr wieder was machen könnt. Was war nochmal das erste Holz? Das erste Holz, ja. Das hast du mir aber schon gegeben. Nee, das habe ich oder? Nicht gegeben. Ich hab nee. Für den Bau des Docks habe ich dir Holz gegeben. Ach so. Stelle ich halt eins dieser Pakete her, das trägt man so auf dem Rücken, ist keine Handelsware, weil man es ohne Handelslizenz herstellt. Das nur mal so nebenbei. Siehst du, hier ist es.
schmeißt das so ab und dann hebst du das auf. So, dann ab zur Werft und... Na? Er will nicht? Ah, nicht, dass ein anderer klaut. Er hebt's nicht auf, ich hab nur eine rote Meldung. Ablegen. Okay. Es kann sein, dass er es nicht automatisch macht. Ja, und den Gleiter auch. Die Gitarre auch? Nein, das platziert sich auf dem Rückenslot. Ist egal. So, und während der gute Ari darüber schwimmt und sich abmüht, erzähle ich euch ein bisschen was. Also ich habe ja erzählt, dass es jetzt einen größeren Patch gab. Ich glaube zwei sogar in einer Woche. Jeweils ein Gigabyte groß. Es gab viele, viele Veränderungen, von denen ich leider nur ein paar im Kopf habe, beziehungsweise eine Erfahrung bringen konnte. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr Hühner züchtet, die laufen jetzt frei in eurem Gehege rum. Nicht mehr so statisch. Und ihr könnt jetzt auch Reittiere züchten. Ihr habt bestimmt in manchen Videos diese Hasen-Kaninchen-Mixturen gesehen. Und die könnt ihr jetzt wohl auch züchten. Die habe ich jetzt schon ein paar Felder gesehen. Dann also die Farm-Mounts, mit denen man theoretisch auch Berge und so hochlaufen kann und gehört. Haben bisher 5 Gold gekostet. Ja. Was jetzt die Kleintiere kosten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Haben wir noch nicht nachgeguckt. Die sind, ich weiß nicht, das waren immer Silberbeträge, glaube ich. Ja. Aber für mich ist halt das mit den Hühnern, ich bin ja detailverliebt. Als Rollenspieler finde ich es klasse, wenn du halt einen Hof eröffnest oder einen Hof bauen willst und die Hühner stehen dann nur statisch rum, sieht dann doof aus. Ja klar, sieht doof aus, ja. So, du rufst denn, was du als nächstes brauchst und ich stelle es wieder her? Ich glaube Eisen und dann Stoff. Also das Ganze ist hier Teamwork, die Werft kann auch angegriffen werden jederzeit im Übrigen. Das habe ich dem Ari noch gar nicht erzählt. Und das wusste der Ari. Das wusste nicht schon? Viel, aber das wusste ich, ja. Okay, dann ist ja gut, dass du was weißt. Ja, ist gut, dass ich auch mal was weiß. Guck mal, jetzt hat die Dame, die hier rechts neben mir sitzt, einen Clipping-Fehler im Kleid und ist der Aufschrei wieder groß, dass hier zu sexistische Kleidung im Spiel implementiert ist, ja. Und die Frau direkt vor mir, die kuschelt mit einer Pflanze. Ja, kannst ja auch denken, was du willst von. Lass sie doch kuscheln. Ach, hier ist die Dame mit diesem Gildenwappen, das du so schön findest, mit dem Umhang. Ja, das Gildenwappen finde ich an sich nicht. Achso, du meinst den Schal. Den Schal, ja. Ja. Also nur mal hier für die weiblichen Spieler, die Frau hat eine Plattenrüstung an. Da gucken zwar die Brüste. Nein, raus. Das ist Leder. Das ist keine Platten. Ist Leder? Das ist Lederrüstung, ja. Oh. Ja, cool, weil bei Plattenrüstung wackelt nichts. Okay. Also Leder und Stoff. Ja. Ich glaube bei Stoff wieder weniger als bei Leder. Okay. Umgekehrt, bei Leder wackelt weniger als bei Stoff. Und bei Platte wackelt gar nichts. Also das ist wirklich fest, das ist dann wirklich Platte. Nimmst du mit hier das Eisen? Ja, das ist gerade aufgehoben. Ja, weil hier ein paar Spieler rumlungern. So, und den Helm, den sie auch hat, diese Kapuze. Ist ein eigener Slot und der Schal, den sie anhat, ist auch ein eigener Slot, weil ich habe genau dieselbe Kapuze. Ja, aber es ist vermutlich der Rückenslot, ne, der Schal. Das kann gut sein, ja. Es könnte auch Zierwerk sein, es ist ja letztens im Forum die Frage gestellt worden, ob es Zierrad gibt. Zierrad gibt es definitiv. Es gibt Zierrad und wie gesagt, kann jeder alle Rüstungsklassen tragen, ja. Also es sollte genügend Auswahl für jeden da sein. Richtig. Also selbst wenn es nur begrenzt Zierrad geben sollte, man kann ja alles kombinieren, das ist dann dementsprechend egal. Du kannst alles kombinieren, du kannst jede Rüstung kombinieren, es gibt keine Grenzen. Guck mal über dir, das Luftschiff. Über mir? Ja. Ja, bin ich letztens mitgeflogen. Haben sie jetzt auch verändert, also hier diese die Ruder hinten sind jetzt neu. Nur seit ich das erste Mal mit diesem Luftschiff geflogen bin, verstehe ich nicht mehr, wie sich das Ding in der Luft hält. Ich dachte nämlich, es wäre wie ein Zeppelin, dass diese zwei Ballons an den Seiten dicht wären und aber Gas beinhalten. Aber das sind sie nicht. Sie sind nicht dicht. Sie sind nicht ganz dicht. Sie sind überhaupt nicht dicht. Also man sieht ja das Holz dazwischen, die Ringe, die Holzringe. Und dann gibt's immer diese Stoffbahnen und zwischen dem Holz und dem Stoff. Das dreht sich alles. Und zwischen dem Holz und dem Stoff sind Lücken und es dreht sich alles. Ja, es ist halt Magie. Ja.
So, ich bin jetzt hier an deiner Baustelle. Ja, ist richtig. Also man sieht jetzt schon hier den Korpus, wie nennt man denn das? Gerippe? Gibt es einen Begriff dafür, ne? Also wenn ihr den Begriff wisst, schreibt noch. Kein Schiffsbauer, das soll mal der Bug werden, aber wie das jetzt genau heißt. Also ihr seht auch, ich kann auch einfach an der Fertigstellung teilhaben. Da brauche ich keine Erlaubnis für. Aber wer seine Ressourcen in ein fremdes Schiff steckt, ist ja selber schuld. Also das ist jetzt auch nicht so tragisch, dass man da keine Erlaubnis für hat. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich was baue und da 10 Leute kommen und die mir das alles abnehmen, ja, und ich dafür nichts opfern muss, außer meiner Zeit. Das ist ja in der Gilde auch so, ne? Das ist ja der Vorteil. Sollte so sein. Ja, gut, sollte. Ja, ihr habt doch gesehen jetzt, ich habe Erfahrungspunkte dafür bekommen, da steigt auch der Skill. Und jetzt kann man halt seine Arbeitskraft investieren, das ist der letzte Schritt. Kannst du ruhig mitmachen. Mit G? Ja. Okay. Dann geht das dementsprechend schneller. Dann bauen wir mal mein Schiffchen. Genau, und dann fahren wir mal raus. Perlentauchen. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Mit Perlentauchen? Also die Flugfrequenz der Luftschiffe ist wesentlich höher. Guck mal, ist schon wieder eins. Ja, vor 2-3 Wochen hätte es eine Stunde warten. Ja, das stimmt. Ja, da waren immer nur sporadisch welche. Ja. Eieiei. Ja, das sieht ja schon am Schiff aus. So, die Frage ist jetzt, wenn wir beide das machen, teilt sich das auf? Oder? Weil es muss ja dreimal Arbeit investiert werden. Nee, es teilt werden. Sich nicht auf. Okay, das heißt, es reicht, wenn jetzt nur einer draufhaut. Ja, ja, nochmal zum Patch, auf den Patch zurückzukommen. Gestern gab es eine lange Downtime. Da hat halt XL Games direkt reagiert. Da gab es so Probleme mit dem Patch. Da haben sie einen kleineren Patch nachgebessert. Und da muss man wirklich sagen, Patch-Politik 1A, oder? Ganz ehrlich. Super, ja. So, du darfst. Ja, das hat mir schon bei Lineage gefahren, war ja genau dasselbe Prinzip. Ja. Fehler sofort ausgemerzt, bevor der große Aufschrei kommt. So, was muss man da jetzt auf F drücken? Okay, und da ist dein Schiff hier. Da läuft es aus dem Dock. Ich habe hier übrigens nicht wundern, die Screenshot-Kamera, das ist ein Feature des Spiels. Da kann man rein und draußen, wie man möchte. Und der Ari betritt gerade sein Schiff. So, ach, ich bin im Wasser. Bin hier. Ja. Du kannst das Schiff im Grunde gleich wieder einpacken, weil wir müssen erstmal durch die Brücke. Weit kommst du hier nicht. Ah, ist die zu niedrig, okay. Ja. Warte. Das war. Wo ist es denn? Da ist es. Oh, hier wird irgendwie angegriffen. Und da verschwindet das Schiff im Warp. Ja. Per Warp-Antrieb. Also wie ihr gesehen habt, ist Schiffbau nicht wirklich schwer. Ihr braucht diese 30 Münzen, die kriegt ihr im Verlauf der Quests oder per Exploring. Exploring, ist das richtig? Also wenn ihr was erkundet? Exploring, ja. Ich glaube schon, Exploration? Oder? Exploration? Ich weiß gar nicht. Hm. Kompliziert. Das ist jetzt die Frage. Ja. Das dünnt sich hier langsam aus, ne? Wenn man jetzt hier sich die Frage stellt. Ist Exploration nicht das Erkunden und Exploring ist die Erkundung, die vom Menschen getätigt wird? I don't know. Kann ich dir ad hoc nicht sagen. Ein bisschen was an der Grafik wurde gedreht, Stabilität ist da. Der Ambient. An Schatten wurde ein bisschen was gemacht, weil früher hatte man das. Problem, dass manchmal die Schatten vom Charakter irgendwo gelöst rumgeschwirrt sind. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja. Also ich kann noch nicht wirklich sagen, ob es behoben worden ist oder ob ich einfach nur Glück hatte. Wahrscheinlich beides, ne? An den Skills also, wenn es behoben wurde, ja? Hatte ich Glück. Ja. Ja, an den Skills wurde auch was gedreht. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich bei dem Schiff 3 Skills hatte, jetzt habe ich 4. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was die jeweiligen Skills bedeuten. Also ich bringe das noch in Erfahrung, trage es gleich per Kommentar nach, aber jetzt ad hoc kann ich es nicht sagen. Oh, ich und Fahrendor. Ja, ich glaube, du hast den auch irgendwo gewonnen, oder? Ja, den Führerschein meinst du? Ja, dezent. Wir können euch ja nebenbei noch ein paar Sachen zeigen. Hier unten links seht ihr zum Beispiel den Chat. Das wurde auch gefragt, ob ich oder ob wir
die Chat-Funktion zeigen können. Ihr könnt übernimmt du mal das Steuer. Dann zeige ich das. Ihr könnt halt hier per Tab könnt ihr ein neues Gildenfenster oder ein neues Chatfenster errichten. Ich mache mal hier Let's Play-Fenster. Na, wieso dreht sich das Steuerrad nicht? Ja, das zum Thema irgendwo gewonnen, ne? Ja. So, na, dann erzähl mal weiter. Ja, ich suche gerade die Option. Ich klicke mich hier gerade durch überall. Da. Da habt ihr halt die Option, welchen Chat ihr anwählen könnt. Ich kann euch nur sagen, dass es der blaue rechts ist der Gilden-Chat. Das ist der Say-Channel. Dann könnt ihr Systemmeldung an- und ausmachen, etc. Und ihr könnt auch die Farbe dementsprechend anpassen. Also wenn ihr eine andere Farbe für den Chat haben wollt, dann macht ihr das einfach selbst. Das ist eine coole Sache, finde ich. Weil ihr könnt auch Global Channels errichten oder einen Channel extra fürs Rollenspiel, für die Gilde. Ari, was machst du da? Der dreht das Steuerrad nicht. Und wenn er es dreht, dann ist das in die falsche Richtung. Ja, vielleicht gerade die Pinkrate ein bisschen. Ein bisschen mau. Jedenfalls könnt ihr den Chat nach euren Vorstellungen oder beziehungsweise euren Wünschen anpassen. Also das ist wirklich ein großer Vorteil des Spiels. Finde ich eigentlich ein Standard. Haben jetzt manche Spiele nicht gehabt. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Aber naja, muss man nicht alles verstehen. Zum Beispiel Aris Fahrkünste. Fahrstil? Ja, du hast ja kein Fahrstil, das ist ja Kamikaze. Also das hat besser funktioniert das letzte Mal, irgendwie. Ja, vielleicht haben sie da was gedreht. Dann haben sie da was schlecht gedreht. Oh, das war aber jetzt eine Kurve da. Ja, der Mond wirft übrigens auch Schatten, wie ihr hier seht. Ne, der Mond ist da oben. Und der Schattenwurf war jetzt hier am Feld. So, jetzt sind wir in offenen Gewässern. Hier ist einfach egal, wie man fährt. Nordwesten. Nordwesten? Ja. Du als alter Seebär, du weißt doch, wo es lang geht. Na, ich weiß, wo Nordwesten ist, wenn er mal das Steuerrad drehen würde. Ja, es gibt neue Unterwassertexturen. Hier rechts seht ihr das vielleicht, dass man jetzt sehr tief gucken kann. Es fehlt noch die Tierwelt, die Fische sind noch nicht implementiert überall. Das Fishing ist auch noch nicht drin. Aber es soll ich aus der Bucht rausfahren oder müsst ihr hier raus. Okay. Einfach so schräg rechts. Es gibt neue Landmasse, wie ihr sehen Nordost. Könnt. Ja, Nordost, Nordwest ist doch egal. Na, das ist okay. Es gibt neue Landmasse, die man als Housing-Zone benutzen kann. Die ist noch nicht freigeschaltet, soweit ich das gesehen habe. Also ich habe hier noch keine Spieler hektisch zu diesen Inseln fahren sehen. Das wäre eins der Indiz. Was ist das für ein Deutsch, Ari? Hilf mir mal. Indizien. Ein Indiz dafür. Danke. Dass man da jetzt auch Häuser aufstellen kann. Ist momentan wirklich ein großes Manko. Aber XL Games arbeitet wirklich an mehr Fläche fürs Housing. Und bis es bei uns erschienen ist, ist das alles schon implementiert. Ist deswegen, das alles schon ein bisschen mehr und ein bisschen größer. Ist das alles alter Hut. Wenn man bedenkt, dass man muss halt echt bedenken, dass jetzt wöchentlich nachgereicht wird und dass fast wöchentlich Patches von einem Gigabyte rausgehen. Ja. Und es sind ja nicht nur Bugfixes, ja? Es sind ja wirklich Änderungen. Ja, ein Gigabyte Bugfixes wäre schon ein bisschen viel. Also das Spiel ist jetzt auch schwerer geworden. Es gibt jetzt zum Teil bestimmte Items nicht beim Händler. Diesen Gilden-Rückrufstein haben wir gerade nachgeguckt, gibt es nicht mehr. Den kann man jetzt im Auktionshaus kaufen, aber da ist er nur jetzt billiger als beim Händler. Was man davon halten soll, ist eine andere Sache. Ja, beim Händler hat man einen für 50 Silber gekauft und jetzt kriegt man 100 Stück für 19 Gold im Auktionshaus, was irgendwie sehr kontraproduktiv ist, wenn man damit Gewinn machen wollte, dass man sie dann billiger reinstellt, aber gut. Jedem, wie es ihm beliebt. Aber das ist ja meistens zu Anfang. Oder? Das ist ja so, gucken, ob das geht hier. Aber das Steuerrad bewegt sich viel krakeliger als vorher. Also die Bewegungen waren viel flüssiger. Und ich habe jetzt auch keine, und ich habe jetzt auch im Allgemeinen keine Lag-Probleme oder Frame, also Latenz- oder Frame-Probleme. Ja. Dann haben sie das geändert, Ari. Schlecht geändert. Ja.
Dann wurde übrigens noch gefragt nach den Emotes. Also ich habe jetzt hier die Liste der Emotes auf. Das zeigen wir euch in einem separaten Video. Das ist ja eine ganze Ecke. Vorweg zu sagen, es gibt 45 Emotes. Ah, du weißt Bescheid, siehst du. Erzähl weiter. Darunter fällt aber nicht Liegen, was ich bisher gesehen habe. Also Liegen gibt's nicht. Dafür kann man aber auf Betten liegen, ja. Durch F bzw. durch die Aktionstasten. Und es gibt auch Doppelbetten, wo auch zwei Leute nebeneinander liegen können. Die zeigen wir euch mal. Die zeigen. Ja, ich wurde ja kritisiert, dass ich hier wieder Schwule verarsche, ja? Oder Homosexuelle. Wir sind auch alle eine Minderheit, wir dürfen auch Minderheitenspiele machen. Ja. Dazu möchte ich einfach was sagen. Ich find's einfach furchtbar, dass man das erwähnt, dass ich mich über Minderheiten lustig mache. Tue ich A überhaupt nicht. Und B, wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, über den darf ich keinen Witz machen, grenze ich die Leute aus. Also da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Nur mal so am Rande, ich bin nicht homophob oder sonstiges, ich bin einfach jemand, der gerne Scherze macht. Und wenn ihr es nicht glaubt, fragt zwei unserer Gildenmember. Ja. Die haben mich ja darauf angesprochen, die fanden das sehr lustig. Also, von daher. Hier links seht ihr übrigens die erste Stadt, die euch begegnet. Das habe ich euch ein paar Mal gezeigt. Irgendwie sind wir immer im selben Gebiet. Kann das irgendwie sein? Also, ja, ja. Erzähl mir das Gleiche. Problem. Ja, das. Dann fahren wir hier nach rechts. Mach ich. Da waren wir noch nicht. Es ist jetzt übrigens Nacht, beziehungsweise Abend. Was wir jetzt leider nicht sehen, also, Trigger, dass ich dir reinrede, aber die Witterung wird auch auf dem Meer wiedergegeben. Das heißt, wenn es stürmt, gibt es Wellengang und das ist nicht nur in speziellen Gebieten, sondern das kann überall sein. Es variiert halt. Variiert, also Tag-Nacht-Zyklus, Wellengang, Witterung, Nebel. Es gibt ja auch Stürme, du kannst ja auch vom Blitz ganz genau, es gibt Stürme, es gibt Wirbelstürme im Meer, es gibt alles Mögliche. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, aber oft sieht man dann unter Wasser diese Magma-Austritte, wo in Zukunft dann wieder neue Inseln entstehen. Da sollte die Landmasse entstehen. Finde ich super, das ist ein plausiblen Grund, so kannst sagen. Genau, ja. Da ist irgendwann ist das ganze Meer vor. Ja. Ist aber das Feature der Schifffahrt hinfällig, ne? Ja. Da machen sie Luftschifffahrt draus wahrscheinlich. Oder Meer und größer oder mehr Inseln und mehr Meer. Jetzt hier weiter nach rechts. Ich umfahre die Klippen, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwo drin landen, weil das Steuer hier nicht artgerecht gehandelt wird. Dann ist da der Gegner, also das wäre jetzt nicht so. Ah, stimmt. Wenn wir geentert und gemeucht. Ja. Und in Tonnen gestopft und nett behandelt. Genau. Was können wir. Entschuldigung. Was können wir denn noch Schönes erzählen? Neuen Patch haben wir erzählt. Chat habe ich erklärt. Tierrat. Guck, was da kommt. Was kommt da? Los. Guck, was da kommt. Da ist eine Insel. Die steht da schon eine ganze Weile. Seit Millionen von Jahren sogar. Okay. Nach die dem Motto aller South Park, ne? Aller South Park, es kommt direkt auf mich zu. Das ist so wie der Zug, der auf der Kilometerwald zu sehen ist und man stehen bleibt. Wir machen jetzt einfach was anderes, wir schubsen jetzt den Ari vom Schiff. So. Echt? Ja, zack. Jetzt darf er mit seinem eigenen Schiff fahren. Nee, jetzt schwimmt der Ari. Hauptsache jetzt nicht runter. Aber was ich auch zeigen möchte, das sind halt Kleinigkeiten und den meisten Spielern fallen die gar nicht auf, weil sie sich den Char einfach nicht angucken. Nee, wenn du schwimmst, wenn du jetzt normal geradeaus schwimmst, ja, hast du einen anderen Stil, als wenn du seitlich schwimmst. Ja, genau. Ja? Und wenn du tauchst, hast du wiederum einen anderen Stil, den du schwimmst. Das ist auch eins der wenigen Spiele, das ich kenne, wo dein Tanzstil von deinen Bewegungen abhängig ist. Genau. Ja, also ich kann oder das sieht man auch beim Laufen. Ja. Das hast du auch beim Laufen. Ja. Wenn du bergab rennst, dann rennt der Charakter nach hinten. Gebückt, also das Gewicht nach hinten, damit er nicht zuschaltet, also zum Abbremsen. Wenn er bergab rennt, also wenn er bergauf rennt, dann legt er den Körper vor
So, jetzt darfst du deine Bewegungen. Ja, ich zeig gerade den Tanz. Also ich bewege mich hier von links nach rechts und dementsprechend passt das der Tanzstil an, ja. Also ich könnte dich jetzt hier antanzen. Und bitte nicht. Ja, nee, mach ich auch nicht. So, wie mach ich den wieder aus? So. Wolltest du nicht dein Schiff holen? Nee, du hast eins, oder? Und willst du mit zwei Schiffen fahren? Ja. Okay, warte. Die paar Minuten noch, weil wir sind schon, glaube ich, über eine Stunde. Dann bleib mal stehen. Ja. Also heute war der Schiffbau der Fokus und ein bisschen Gaudi. Ich denke mal, wenn wir uns jetzt mit den Änderungen des Patches vertraut gemacht haben, dann zeigen wir euch noch ein paar andere Sachen. Zeigen wir euch noch was anderes und dann werden wir gucken, wie man sein Gilden-Emblem auf den Rücken bekommt. Genau, und so noch ein Rollenspielcheck. So genau. Übrigens, letztens hat mich jemand angeschrieben, ich weiß den Namen leider nicht mehr, tut mir wirklich leid, dass es so wenig RP-Locations gibt. Also wir haben euch gerade mal die Hauptstadt in 15 Prozent gezeigt. Ja, das war eine Stadt von, und es gibt Massen an Dörfern und Massen an Stützpunkten und Massen an Außenpunkten und Städte, kleine Städte, Hauptstädte. Also RP-Locations soll es eigentlich mehr als genug geben. Und dadurch, dass die Spieler im Endeffekt später sowieso ihre eigenen kleinen Dörfer aufbauen, werden diese Locations nur mehr als weniger. Ja. Und man muss dazu sagen, wir zeigen momentan nur den Westkontinent. Ja, genau. Ja, das also muss man wirklich auch nochmal im Kopf behalten. Es gibt auch noch einen Ostkontinent. Und auch nur einen ganz kleinen Teil bisher. Die PvP-freie Zone zum Beispiel. Ja. Dann fahren wir vorwärts, ich häng mich ran. Ja, ich muss fahren. Wo willst du irgendwo Bestimmtes hängen? Oh, abgeschleppt werden? Also in meiner Grafik ist das Kabel schon ab, aber naja, so war es. In meiner nicht. Ich glaube, du brauchst eine bessere Grafikkarte, um deine Grafikqualität zu erhöhen. Da ist zum Beispiel ein Gegner links, deswegen koppel ich mich mal ab, ja. Wie hoch ist der Gegner dann? Das weiß ich, der hat ein Handelsschiff und meistens sind die nicht alleine. Aber ist egal, wir überfallen den jetzt. Wir überfallen den jetzt? Ja, ist doch egal. Holen wir den noch ein? Weiß ich nicht. Der fliegt bestimmt gleich mit dem Gleiter rüber und macht uns platt. Wahrscheinlich. Aber ich musste sagen, ich habe letztes Mal einen 50er um 30% seiner HP erleichtert. Ja, 30%. Ja, ein 50er. Und ich war 33. Da sind mehrere Spieler drauf. Wir gehen jetzt für euch in den Tod. Ja. Wir gehen jetzt für euch in den Ehrentod, einfach nur um euch zu zeigen, wie schön es sein kann. Wie schön das sein kann, Schiffe zu entern. Also ja, wahrscheinlich sterben wir echt. Rein theoretisch. Ich sehe das schon. Oh Gott, was ist das denn? Das Jellyfish. Ist ein riesen Jellyfish. Ja. Ich sehe leider auch nicht das Level vom Gegner. Naja, ich glaube nicht, dass wir den einholen. Das ist nämlich kein Handelsschiff, das ist ein Speedboat. Nee, also meine Meta-Anzeige geht langsam runter. Man könnte es ja versuchen, vielleicht bleibt den verstehen. Dann hängen wir noch eine halbe Stunde dran, meinst du? Bis wir den haben. Nee, das wird nix. Das wird nix. Naja, dann seid ihr wenigstens in den Genuss des Versuchs gekommen, jemanden zu überfallen. Eine aufregende Verfolgungsjagd. Ja, aufregend. Ja. Aufregend wäre es gewesen, wenn jetzt einen von uns dreien der Jellyfish erwischt hätte. Ja. Gut, an dieser Stelle machen wir mal Pause oder Schluss. Ich denke mal, im nächsten Video zeigen wir euch noch ein paar RP-Locations, wie das Gildenwappen auf den Umhang kommt, erklären wir euch. Ja, klingt irgendwie wie macht man Kinder, ne? Wie kommt das Gildenwappen auf den Umhang? Aber ist das für manche Leute genauso wichtig? Ja, für mich ist das wichtig. Ja, eben. Für dich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage an dieser Stelle Tschüss. Tschüss von mir. Macht's gut.